Optionsscheine sind ein beliebtes Anlageinstrument, gerade hier an der EUWAX. Doch wie immer ist es alles recht komplex und kompliziert. Viele Anleger tun sich schwer und daher will Börse Stuttgart TV informieren, gemeinsam mit Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Also, ein Beispiel wollen wir direkt mal nennen. Wie reagiert mein Optionsschein, Herr Metzger, wenn sich ein Einflussfaktor ändert? Gibt es die Möglichkeit, die Veränderung des Optionsscheins konkret vorherzusagen? Zu Rate ziehen können Anleger hier sogenannte Sensitivitätskennzahlen. Das heißt, jeder Einflussfaktor auf den Optionsschein wird näher durch eine solche Kennzahl beschrieben. Das wäre zum Beispiel für die Volatilität das Vega oder für den Zeitwert das Theta. Und diese Sensitivitätskennzahlen, oder auch Griechen genannt, weil sie eben der griechischen Schreibweise entnommen sind, zeigen dann im Detail auf, wie sich der Optionsschein ändert, wenn sich ein Einflussfaktor auf den Optionsschein ändert. Gucken wir uns mal ein Beispiel genauer an, und zwar, wenn sich der Basiswert mitunter ja doch recht schnell und heftig in die eine oder andere Richtung bewegt. Wie wirkt sich das auf den Optionsschein aus und welche Kennzahl ist da aussagekräftig? Aussagekräftig ist hier vor allem das Delta. Das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, den Sie angesprochen hatten. Der Optionsscheinanleger will ja wissen, was passiert denn genau mit meinem Optionsschein, wenn sich jetzt der Basiswert, also zum Beispiel die zugrunde liegende Aktie, bewegt. Zum Beispiel um 5 Euro nach oben, was passiert denn dann mit meinem Call? Steigt der um 3 Euro, um 10%, um 3 Cent? Und hier kann man eben das sogenannte Delta zurate ziehen. Dieses Delta gibt an, um wie viel sich der Optionsschein ändert oder die Option ändert, wenn der zugrunde liegende Basiswert um 1 Euro oder um eine Geldeinheit steigt. Der geneigte Zuschauer weiß, dass ich es immer ein bisschen plastischer haben will, ein bisschen im Ausdruck stärker noch ausgedrückt. Herr Metzger, verzeihen Sie, dass ich da wie immer zum Schluss natürlich nachfragen muss. Gibt es eine Faustformel, eine Faustregel, an der ich mich als Privatanleger beim Delta orientieren kann? Woran man sich vielleicht etwas orientieren kann, ist, dass Optionen, die am Geld liegen, also das heißt, hier entspricht der Basiswert der Option dem aktuellen Kurs der Aktie, ein Delta besitzen von ca. 0,5. Das bedeutet also, wenn die Aktie um 1 Euro steigt, dann steigt der Optionsschein um 50 Cent oder die Option um 50 Cent, wenn es sich um einen Call handelt. Calls besitzen eben immer Deltas zwischen 0 und 1. Am Geld liegende Calls, hier liegt das Delta bei ca. 0,5, laufen dann die Optionen ins Geld. Also hier ist der aktuelle Kurs der Aktie über dem Basiswert der Option. Dann strebt das Delta gegen 1, also liegt über 0,5. Bei aus dem Geld liegenden Optionen, bei Out-of-the-Money-Optionen, entsprechend liegt das Delta dann bei unter 0,5. Sagt Thomas Metzger, der sich bestens offensichtlich mit den alten Griechen auskennt, in dem Falle mit den Optionsscheinen Griechen. Vielen Dank für das Gespräch.